Tanzsteifer hat schon viel Bedeutung für mich. Das ist mein erstes Mal hier darauf. Und es ist irgendwie ein bisschen unheimlich. Es gibt natürlich viel andere Geräusche von Flugzeugen und Zeppelins. Und es gab gestern Abend ein Rockkonzert im Tempodrom und dann Züge und Wind und alle Sachen. Aber Satie hat so, soweit ich das verstehe, hat es so gemeint eigentlich, dass diese Musik irgendeine Art Umgebungsmusik oder er hat es Möbelmusik genannt. Das ist richtig eigentlich, diese Musik. Es schafft irgendwie eine Atmosphäre ohne die Umgebung und was in dieser Umgebung läuft zu stören. Ja, am Anfang versucht man das Stück irgendwie zu interpretieren und dann nach so einer halben Stunde oder so, eigentlich hat man das Stück so viel interpretiert, wie das Stück sich erlaubt und dann erreicht man irgendwie einen Platz oder einen Ort in sich selbst, der sehr ruhig ist. Thank you.
ist wie wenn man aufwacht. Morgens ist man ja klarer als abends. Und auch die Wahrnehmung ist morgens viel besser als abends, ja, wenn man den ganzen Tag erlebt hat. Und so ähnlich würde ich das wie eben eine Meditation, die auch einen Schlaf ersetzen kann. Ja. Ansonsten trifft der Titel zu Quälereien. Für mich ist es überhaupt keine Quälerei. Wenn ich es von vornherein als eine Quälerei empfunden hätte, hätte ich gar nicht mitgemacht. Ja, sondern ich habe da mitgemacht, um eine gute Erfahrung zu machen. Und die habe ich gemacht und die will ich noch weiterhin machen. Ja. In dem Stück fasziniert mich, dass es so schlicht und einfach und gleichmäßig ist. Deshalb habe ich auch versucht, es so zu spielen. Also ich habe überhaupt keine Varianten eingesetzt. Das kann ja jeder machen, wie er will. Aber ich habe die Auffassung von dem Stück, dass es sehr gleichmäßig ist. Wie wenn man einen Gegenstand anschaut und er wird klarer, man sieht die Farben intensiver. Ja. Es hat fast eine psychopharmaartige Wirkung. Ja. Spielt ab einem ganz bestimmten Zeitpunkt von selbst. Ich hätte zum Beispiel noch gut eine Stunde weiterspielen können, abgesehen von ein paar Rückenschmerzen. Es lag aber daran, dass der Stuhl etwas hoch war.
Naja, ich wusste ja, dass ich ungefähr 1,5 Stunden spielen wollte und hat mir so ein bisschen ein paar Sachen überlegt, weil ich eigentlich kein Mal genauso spielen wollte wie vorher. Und es ist ein Problem, dass die Finger nicht anfangen von selber zu laufen. Da muss man immer wieder ganz doll drauf achten. Das ist wirklich. Und da ist das natürlich auch eine Hilfe, wenn man einen ziemlich klaren Plan hat, was man tun will. Also der Grenzstreifen spielt für mich natürlich schon eine Rolle, weil ich wohne hier ja nur ein paar Ecken weiter und ich kenne das ja nur noch sehr genau von vorne weg. Und das ist äußerst merkwürdig, also einen Raum zu erleben, den es vorne weg eigentlich nicht gab. Natürlich wusste man, dass hier irgendwie noch Land ist und dass dahinter die Spree fließt oder sowas, aber es gab es einfach. Es war außerhalb der Welt gewissermaßen. Und jetzt kann man hier sowas machen. Es ist also irgendwie ja noch so eine Form von Niemandsland. Es ist verseuchter Boden und es ist noch keine neue Situation hier entstanden. Eigentlich bloß, dass die Herren mit den Gewehren verschwunden sind und die Grenzanlagen sehr viel schneller zerbröckeln, als man das so denkt, dass das mit Beton passieren könnte. Wenn man die Herren, die hier rumliefen oder ihre Kollegen von der nicht uniformierten Sorte etwas näher kennengelernt hat, ganz unfreiwillig, da kann man davon einfach nicht abstrahieren. Das ist einfach da. An solchen Orten, die finde ich also sowas, also tut mir leid, ich muss es klar sagen, zum Kotzen. Ja, der Beethoven kann da nicht so sehr viel dafür, aber das ist dann eben so Musik, die dann schon wieder den neuen Triumphalismus draufsetzt. Der war vorneweg da und den kriegt man jetzt eben in der Form auch wieder. Das geht alles mit dem Satinischen, das ist schon mal gut. Also ich finde das auf jeden Fall sehr viel angenehmer als hier. Freude oder Freiheit oder was für ein schöner Götterfunken, der dann hier entzündet werden soll. Also, der wurde ja auch zu anderen Anlässen schon entzündet.
Naja, man fragt sicherlich bei Satie sowieso sehr viel, wie ist denn das gemeint und mit seiner Möbelmusik und so weiter. Auf der einen Seite würde ich das so ernst nehmen, dass es mir Spaß macht, dieses Stück hier zu spielen. Also das ist die eine Seite, der eine Ernst bei mir, und die andere Seite ist, dass ich nicht glaube, dass man da so ungeheuer tief grüblerisch sich fragen muss und bohrende Fragen beantworten müsste. Also wen es quält, den quält das Stück eben. Und wen es nicht quält, der nimmt es ironisch und lacht sich eins. Ich meine, einige Pianisten haben hier die Nacht durchgespielt. Insofern kann man sagen, des Schlafes beraubt und müde. Aber soweit ich weiß, haben die alle ihren Spaß dabei gehabt.